Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Dungeon Guide. Heute sind wir mit Halatali dran. Ja, also zuallererst natürlich Halatali ist, glaube ich, der erste optionale Dungeon hier. Wir ziehen hier als Tank natürlich erstmal alles zusammen, soweit wie es geht. Mit zwei Pikiniere, das ist sehr schön. Hier an dieser Stelle müssen wir nicht alle Gegner tanken tatsächlich. Es reicht, wenn wir die hier nehmen. Die hier hinten können wir stehen lassen. Die sind nicht erforderlich für den Dungeon. Es sei denn, ihr wollt natürlich auch hier wieder ein bisschen XP farmen. Dann könnt ihr das natürlich trotzdem machen. Aufpassen, die Bombe hier kommen auch näher. Oder die gerne mitnehmen. Und natürlich auch tanken, wenn ihr Tank seid. Mit der Mechanik solltet ihr an sich bekannt sein. Aus dem rausgehen, was Schaden macht. Ist natürlich ein Vorteil aus diesen Feldern. So, den eingegeben nehmen wir jetzt mit. Wunderbar. Hier an dieser Stelle, wenn ihr ein bisschen unterlevelt seid oder nicht so gutes Gear habt, müsst ihr ein bisschen aufpassen. Weil das hier manchmal der kleine Tod für viele Leute ist. Nehme ich jetzt trotzdem mal alles an mich. Damit wir hier gut durchkommen. Genau, aus diesen Feldern rausgehen natürlich. Wunderbar. So, dann geht es auch schon hier hoch. Wir sehen schon, sind hier erstmal überall die gleichen Gegner vorhanden. Und das ist auch hier die letzte Gruppe vor dem Boss. Vor dem ersten Boss. Beim ersten Boss gibt es ein bisschen was zu beachten. Wir gucken erstmal, ob alle auch da sind. Sehr schön. Als Tank natürlich, wie immer, tanken. So, die Besonderheit, die wir hier gleich sehen werden. Aus einer dieser Kerzen, wir werden es gleich sehen, gucken gleich mal. Zuallererst natürlich Schaden machen. Das Wichtigste. So, genau. Sobald die Flammen hier angehen, guck mal. Woher sie kommen, da hinten kommen sie. Als die Idee könnt ihr oder solltet ihr hier hinten die Ads machen. Weil die gehen random auf einen Mitspieler. Natürlich auch als Tank könnt ihr das hier machen. Die halten nicht viel aus, deswegen als Damage Dealer bietet sich das wunderbar an, damit die Akku nicht verloren geht. Am Ende kommt noch ein größerer Mob, den versucht er natürlich auch so schnell wie möglich zu killen, damit er hier keine Flächenschaden macht. Denn sobald er hier innen die Flamme erreicht hat, bekommt die ganze Gruppe Schaden. Genau, das Ganze passiert hier auch noch einmal. Wunderbar. Genau, und das ist eigentlich auch schon alles, was man beim ersten Boss wissen muss. Das Ganze passiert ist einfach im Prinzip nur noch zeitgleicher und schneller. Das heißt, es kommen hier hinten und hier rechts Gegner. Aber auch damit solltet ihr auf jeden Fall zurechtkommen. An drei Stellen sogar. Habe ich tatsächlich eine vergessen. Okay, dann machen wir die hier. Beziehungsweise die hier hinten. Die macht keiner aktuell. Oder da ein bisschen absprechen oder ein bisschen gucken, wo die anderen gerade sind. Dann könnt ihr die nämlich schön machen. Und sobald diese erledigt sind, geht es wieder weiter auf den Boss. Wunderbar. Wenn ihr ihn besiegt habt, dann könnt ihr hier in den Magiestrudel
gehen in den Magiewirbel und eine Ebene weiterspringen. So, wir warten kurz, also an dieser Stelle einfach mal kurz warten, bis alle da sind, damit hier keiner im Alleingang alles pullt und vielleicht auch selber stirbt. Ist nicht so schön. Hier können wir die Gegner hier zusammenpullen und die Kettenbinden, die könnt ihr hier gerne aktivieren. Natürlich auch nur dann möglich, wenn ihr nicht angegriffen wird. Also das können gerne die DDs machen, weil die die Aggro nicht haben. Wunderbar. Sehr schön. Einfach hier ein bisschen warten, weil hier spawnen manchmal Gegner, manchmal eine Kiste. Also das ist ein bisschen random hier. Also auch da nicht vorauslaufen wäre einfach nicht so schön und nicht so gut tatsächlich. So. Nächste Gruppe. Auch hier kann ein DD normal die Kettenwinde wieder nutzen. Wenn ihr euch da unsicher fühlt, natürlich nicht die Kettenwinde nutzen, sobald ihr noch Gegner habt. Weil wenn Gegner spawnen und es sind dann zu viel, ist das hier natürlich auch nicht so schön. So wie es hier tatsächlich passiert ist. Wunderbar. Die hier nehmen wir mit, weil hier ist keine weitere Kettenwinde tatsächlich. Das heißt, wir können hier einmal weiterlaufen. Den hier mitnehmen. Nicht zu viel, denn ja, nicht, dass der Heiler es nicht mehr schafft. Wir versuchen es einfach mal. Oh, okay, das ist vielleicht doch ein bisschen zu viel. Ich zünde hier ein bisschen. Ups. Meine Cooldowns als Tank, also auch die, wenn ihr Tank spielt, gerne nutzen. Erleichtern den Heiler einiges. Der Heiler hat es auf jeden Fall drauf. Kettenwinde hier einmal nutzen. Hier kommen wieder Gegner. So, hier hinten wäre eine Kiste. Die könnt ihr nutzen. Nutzen, öffnen natürlich. Und hier die Gegner, die nehmen wir natürlich nur mit. Wunderbar. Hier laufen wir auch weiter. Bis zur nächsten Kettenwinde. Die kann dann auch jemand gerne betätigen. Wichtig ist natürlich oder tatsächlich die Kettenwinden zu benutzen, weil sonst kommt ihr nicht weiter. Die sind essentiell zu nutzen, damit ihr zum nächsten Boss kommt. Genau. So, den hier nehmen wir mit. Hier ist nochmal eine Kettenwinde. So, und das dürfte dann auch schon die letzte sein. Genau, das ist auch schon die letzte, weil dann öffnet sich das hier. Wunderbar. Da geht es nämlich dann auch schon zum nächsten Boss. Und hier aufpassen, die Bomber, die explodieren tatsächlich. Also die könnt ihr auch nicht tanken und auch nicht... Ja gut, wenn der Schaden groß genug wäre, könnt ihr die auch trotzdem töten vorher. Aber lasst sie einfach gehen, geht aus dem Kreis raus und... Kümmert euch lieber um die Gegner. Der Bomber stirbt sowieso. Wunderbar. Und schon sind wir beim zweiten Boss angekommen. Hier gibt es auch eine kleine Besonderheit, die ich euch natürlich auch sagen und zeigen werde. Wie immer, einmal tanken. Sehr schön. Die Besonderheit hier ist, ihr müsst immer ein bisschen in Bewegung bleiben. Denn dieses Wasser, dieser Sumpf, das Drecksloch, sage ich jetzt mal, wird unter Strom gesetzt, so wie jetzt. Und der Boss ist unverwundbar. Das heißt, ihr lauft hier raus mit den Gegnern, mit den dreien hier, geht aus den Damage machenden AOEs raus und tötet hier außen erstmal die Gruppen an Gegnern. Hier warten wir einmal. Weil wenn ihr auch in dem Strom Wasser steht, dann kriegt ihr auch mit der Zeit immer Schaden. Und das ist natürlich auch nicht so toll. Und sobald der natürlich rum ist, könnt ihr wieder auf den Gegner, auf den Boss gehen. Ihr könnt ihn natürlich auch hier weiter tanken.
Macht natürlich auch Sinn, aber ich glaube, er läuft eh immer zurück an die an seine Ursprungsposition. Blitzschauer, das könnte man unterbrechen. Genau, er läuft immer zurück. Das heißt, das macht leider nicht ganz so viel Sinn, den hier zu tanken. Genau, gleiches Spiel nochmal. Hier an uns binden. Wunderbar. Hier raus. Und nachdem wir die hier haben, können wir dann nochmal auf den Boss gehen. Sehr schön. So, und das soll es dann auch schon mit der Runde sein. Normal. Wunderbar. Und schon habt ihr den zweiten Boss besiegt. Hier in den Magiewirbel, da gehen wir wieder einmal rein. Damit wir wieder in die nächste und letzte Ebene von Hadal-Tali kommen. Hier wieder einmal kurz warten auf die Spieler, die vielleicht langsamere PCs haben oder auf der PS4 spielen. Die haben einfach etwas längere Ladezeiten, deswegen da ein bisschen Rücksicht nehmen. Soll ja jeder seinen Spaß haben. So, der Heiler fehlt noch. Und mit Sicherheit gleich. Da ist er. Wunderbar. Die hier nehmen wir wieder an uns. Wunderbar. So, an dieser Stelle könnt ihr hier hinten die Schatztruhe öffnen und auch die Gegner machen, wenn ihr denn die Schatztruhe wollt und die Gegner besiegen wollt, wegen Erfahrung. Ist aber nicht essentiell, um zum Endboss zu kommen. Der Endboss ist nämlich tatsächlich hier. Beim Übungsplatz. So. Wunderbar. Den Zugang macht ihr auf und schon steht ihr tatsächlich vom Endboss. Der Weg vom zweiten zum Endboss ist nicht weit. Deswegen gucken wir uns hier jetzt um. So, da ist er schon. Angata. Unser Endboss, unser Gegner. In Hadal-Tali. Hier ist es im Prinzip so, alles was ihr vorher an Endbossen oder an Bossen in Hadal-Tali gemacht habt, wiederholt sich hier ein bisschen. Das heißt, hier haben wir wieder die Flamme in der Mitte sozusagen. Haben das Feuerhexagon, was wir besiegen müssen. Und außenrum sämtliche kleine Flämmchen, die besiegt werden wollen, oder die nicht den Boss erreichen dürfen, um Schaden zu machen. Das heißt, wichtig ist, dass die Feuerhexagone zuerst kaputt gehen, damit Tangata nicht unverwundbar bleibt oder ist, und dann könnt ihr weiterhin auf den Boss gehen. So, das gleiche Spiel nochmal. Das sind die Feuerhexagone. Die sind sehr viel wichtiger. Die werden nämlich schnell genug kaputt gehen und tot sind. Ist er hier nicht mehr unverwundbar. Sehr schön. So, nach zweimal ist es so, dass Tangata nicht mehr unverwundbar zwar ist, aber jetzt die Flammen um sich trotzdem hat oder an seinen Händen. Das heißt, jetzt kann der AOE-Damage trotzdem
passieren, indem die Lämpchen hier den Boss erreichen. Aber das wollen wir natürlich verhindern, indem wir ihnen vorher einfach die Flämmchen wegnehmen. Genau, perfekt die hier. So, das war's auch schon mit dem Dungeon Guide zu Hallertali. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Dungeon Guide. Bis dahin, ciao, ciao.